Hallihallo zum zweiten Teil meines Vlogs zur Frankfurter Buchmesse. Ich hatte euch im ersten Teil ja schon so meine Leseproben gezeigt und so den ersten Teil des Tages geschildert und ein paar Bücher aus Katalogen gezeigt und so weiter und so fort. Wo mache ich weiter? Es gab um 13 Uhr ja dieses Treffen, was Lina von What Lina Likes ins Leben gerufen hat, sage ich mal, wo halt sich Booktuber treffen konnten, aber auch Zuschauer. Und das war richtig toll. Also es waren sehr viele Booktuber da, es waren auch einige Zuschauer da, es wurden viele Fotos gemacht, die ihr euch bei Facebook auch angucken könnt. Da sind generell ein paar Fotos so von den verschiedenen. Also ich habe keine hochgeladen. Ich bin aber auf vielen anderen mit drauf markiert. Jessie hat Fotos gemacht, Lina hat Fotos gemacht, glaube ich. Wer hat noch Fotos gemacht? Oh Gott, es haben zu viele Leute Fotos gemacht. Ihr könnt euch dann einfach auf den verschiedenen Seiten umgucken. Wer auch da war, und das hat mich mega gefreut, weil ich dachte, sie ist nur Samstag da und war voll enttäuscht, dass ich dann erst Sonntag da bin und sie nicht sehen kann, war Laura Newman, die Autorin von Nachtsonne. Es klingelt, ich muss zum Mittagessen. Wir sprechen später. So, weiter im Text. Wo war ich? Laura Newman, Nachtsonne. Sie war da und ich war mega happy, weil sie halt da war. Und ich dachte, sie ist nur Samstag da und ich erst Sonntag hinfahre. Und ja, ich fand es total cool. Wir haben ein Foto zusammen gemacht, haben uns kurz unterhalten und sie lief da halt ganz normal rum, ne? Sie hat ja auch ihren YouTube-Kanal, zeige ich euch gleich. Verlinke ich euch. Und ich fand's so toll, dass ich eine von den tollen Taschen ergattern konnte. Danke, danke an dieser Stelle. Die sind mega genial und da steckt ein Haufen Arbeit hinter. Ich habe mir das Video dazu angeguckt. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das auch. Wie sie halt diese ganzen Sachen hier zusammengestellt hat. Und da ist das so eine Arbeit bestimmt gewesen. Dafür hat sie meinen größten Respekt. Ist alleine schon das absolute Highlight, wie ich finde. Moment, ich zeig's euch. Tada! Dieser Stoffbeutel hier, der bei mir jetzt schon ein bisschen zerknickt ist, weil ich ihn gestern schon ein bisschen rumgeschleppt habe. Mit halt, ne, ihr kennt die Ähnlichkeit zum Cover von Nachtsonne und ihrer Unterschrift. Und oh, ich find's so toll. So, und so, was war da noch drin? Ein Nachtsonne-Aufkleber und eine Autogrammkarte. Auch hinten nochmal mit Hinweis zu ihrem Blog, den ich noch nicht kannte und mir auch gleich angeguckt habe. Auch nochmal so ein schönes Kärtchen mit Leseprobe auf der Rückseite und allen drei Büchern. Und ein Untersetzer im Nachtsonne-Style. Ein Lesezeichen. Bonbons, die hole ich jetzt aber nicht raus, also sonst finde ich sie auf meinem Teppich hier nachher nicht mehr wieder. Das ist ihr YouTube-Kanal, The Loony Life. Steht jetzt auch nochmal drauf. Müsst ihr euch auch mal unbedingt angucken. Und was ich auch ganz toll finde, auch alle von ihr selbst gemacht. Die Buttons zu Nachtsonne. Hi, toll. Ach ja, ich war so glücklich, dass sie da war. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Buch ja gerade erst gelesen gehabt. Im Diesen Monat. Ja, ich glaube schon. Jetzt Anfang Oktober. Ich fand's so toll und von daher, da gibt's auch noch eine Rezension dann bald von mir. Oh, und deswegen war ich so glücklich und ja, hab mich gefreut. So, das war das, eins meiner Highlights. Bei dem Treffen halt so. Ja, nach dem Treffen sind wir dann wieder weitergezogen und noch ein bisschen rumgelaufen und kamen auf die grandiose Idee, doch mal ein paar Verlage anzusprechen. Wegen Rezensionsexemplaren. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Und deswegen habe ich jetzt Visitenkarten. Die eine muss ich euch zeigen, die ist von den Schoki Books. Guckt euch das an, die haben ultra geniale Visitenkarten gemacht. Einmal hier und das ist die Rückseite. Ich finde die toll. Auch dieses Foto einfach, ja, das ist ja wohl mal. Das ist das gleiche Foto, glaube ich, wie bei Facebook. Oder war es YouTube? Da haben die das auch irgendwo. Ich weiß es gerade nicht mehr. Verzeiht mir. Und ja, wie gesagt, wir haben dann halt mal so ein bisschen rumgefragt wegen Rezensionsexemplaren und so. Das war auch ganz lustig, vor allem, weil Jessie immer diejenige war, die gefragt hat, weil wir anderen uns nicht so getraut haben. Naja. Und mal gucken, was dabei so rauskommt. Wohin damit hier? So, was euch sicher alle brennend interessiert, es ist eine Buchmesse. Haben wir oder habe ich auch Bücher gekauft? Ach, eins habe ich vergessen. Bei dem Treffen habe ich nämlich das hier gekriegt, wie viele andere auch. Und zwar so ein Küken aus, so rum gehört's, aus diesen Lumenbändern. Das mache ich mir an den Schlüssel.
von einer Zuschauerin gekriegt. Sie hat da, die muss da Stunden dran gesessen haben. Sie hat richtig viele gemacht und verteilt da. Das mache ich noch an meinen Schlüssel. Ich brauche nämlich unbedingt mal einen neuen Schlüsselanhänger. So, jetzt aber. Wir haben dann tatsächlich Bücher gekauft, beziehungsweise ich habe Bücher gekauft. Und zwar das eine Buch von Joss Stirling. Finding Sky, Macht der Seelen, Teil 1. Und zwar ist das so ein Buch, wo ich schon ewig überlegt habe, ob ich es mir mal hole. Ist ja auch der Anfang einer Trilogie und dann muss ich ja die ganze Trilogie theoretisch lesen. Und ich konnte mit dem Inhalt, der hat mich zwar interessiert, aber irgendwie wusste ich nie, ob ich es wirklich lesen sollte. Und naja, Jessie meinte dann, ja, sie liest es diesen Monat, wir könnten es zusammen, ja, zusammen lesen. Und deswegen dachte ich, okay, kaufst es jetzt und hab's gekauft und ich bin schon sehr gespannt darauf. Also, bin da schon so lange drum rumgeschlichen. Ich hatte es so oft in der Hand und wusste nicht, ob ich es jetzt kaufen soll oder nicht. Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und ich hab's und ich finde, das glitzert so schön. Da geht es um Sky, die eine dunkle Vergangenheit hat und wegzieht mit ihren Eltern nach Colorado. Ja. Und dort halt unerwartet herzlich aufgenommen wird an der Highschool, bis auf von einem, von Zed, der halt total eine mysteriöse Ausstrahlung hat und Lehrer und Schüler einschüchtert, genauso wie Sky. Und dann hört sie plötzlich ihre Stimme, seine Stimme direkt in ihrem Kopf. Und das klingt sehr interessant. Aber irgendwie war ich mir trotzdem immer unsicher. Aber ich verwechsel das auch immer mit diesen anderen Büchern. Wie heißen die denn? Es gibt noch so eine andere Trilogie. Ich komme gerade echt nicht drauf, wie sie heißt. Wird auch nicht mehr, fällt mir nicht mehr ein. Egal. Und damit habe ich die Trilogie auch ganz oft verwechselt, weil die andere Trilogie, die interessiert mich irgendwie so überhaupt nicht und die hat mich überhaupt nicht angesprochen. Irgendwie wegen den Covern oder so habe ich die mal mit der Trilogie verwechselt. Und deswegen wusste ich auch nie, soll ich es mir jetzt kaufen oder nicht, weil ich jetzt nicht mehr wusste, ob es das war, also ob ich das jetzt richtig im Kopf hatte, welches was war. Naja. Ja, ich war dann noch ein bisschen länger auf der Messe wie die anderen, weil die dann halt los mussten. Mein Zug erst um 7:45 gefahren ist, bin ich halt bis zum Ende auf der Messe geblieben, bis sie zugemacht hat. Und habe mir noch ein Buch gekauft. Und ich wollte eigentlich wollte ich Obsidian kaufen, das habe ich aber voll vergessen dann gegen Ende. Und dann wollte ich am Ende nämlich den neuen Schuber von den Auserwählten im Labyrinth, in der Brandwüste, in der Todeszone. Den wollte ich mir holen. Also da gibt es die gebundenen ja jetzt im neuen Design. Und es gibt so einen Taschenbuchschuber, der halt auch also neu ist. So. Und den hatte ich halt morgens gesehen und wollte ich mir jetzt holen. Und dann hatten die da nur noch einen und in dem fehlte der dritte Teil. Da hat irgendwer einfach den dritten Teil rausgenommen und der stand ja auch sonst nirgends im Regal. Ich habe extra nachgeguckt. Das hat mich voll aufgeregt. Naja, ich werde mir jetzt halt so bestellen. Oh, hier ist Werbung drin. Ich werde mir jetzt so bestellen. Also, ich will den halt haben, weil ich finde das besser als diese neuen gebundenen irgendwie. Und den ersten Teil habe ich ja eh schon gelesen und den dann neu zu kaufen und ihn allzu ersteigern in diesem alten Design und die anderen beiden dann in dem neuen Design, das wäre auch doof. Und naja. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann doch noch ein Buch gekauft. Ich wollte mir unbedingt noch eins kaufen. Und zwar habe ich von Rainer Wegwerth Das Labyrinth jagt dich. Das ist der zweite Teil und den wollte ich schon unbedingt haben, seit ich Teil 1 gelesen habe. Und der stand da so, so schön im Regal neben den anderen beiden Teilen. Und deswegen dachte ich so, meins, nehme ich mit. Ja. Und wie gesagt, Teil 2. Ich fand Teil 1 ja richtig, richtig gut. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Und werde ich bald lesen. Vielleicht noch dieses Jahr, ich weiß es nicht. So, das sind die beiden Bücher, die ich auf der Messe gekauft habe. Dann bin ich zum Bahnhof gegangen und ich war halt generell schon ja, früh dran, weil mein Zug erst 7:15 gefahren ist eigentlich. Gefahren wäre. Und um 5:30 hat die Messe halt zugemacht. Das heißt, ich bin halt zu Fuß zum Bahnhof gegangen, weil ich dachte, okay, ich habe so viel Zeit. Habe mich dann beinahe verlaufen, aber Gott sei Dank gibt es überall Schilder, die den Bahnhof ausschildern. Und dann waren da ganz viele Leute mit Koffern und dann war es klar. War so um 6 am Bahnhof. Dachte ich, gut, bis 7:15 hast du Zeit. Hab so auf mein Handy geguckt und ich habe mein Bahnticket online bestellt. Und dann kriegt man im Falle von Verspätungen und so, kriegt man eine E-Mail. Und ich gucke halt so, krieg eine E-Mail, da steht drin 80 Minuten Verspätung. Und ich dachte, super, ich bin sowieso schon zu früh da. Und dann noch 80 Minuten Verspätung bedeutet, statt 7:15 fährt der Zug erst gegen 9:15. Super. Naja, das heißt, ich war von 6 bis 9:15
macht 2,5 Stunden. Das ist die Zeit, die ich anschließend auch noch im Zug gesessen habe. Konnte ich dann da rumlaufen und ich hatte ja, weil ich Laken liebe und mir war klar, wenn ich die erste Hälfte in 2,5 Stunden schaffe, schaffe ich die zweite Hälfte erst recht in 2,5 Stunden. Heißt, wenn der Zug kommt, habe ich keinen Lesestoff mehr. Und dann sind in Frankfurt ja so viele Geschäfte und dann dachte ich, ach, also am Bahnhof, gehst du da mal rein. Und da gab es so einen Laden mit Büchern und Zeitschriften, beziehungsweise eigentlich gab es zwei, aber der eine war ganz klein, der andere war halt schon größer. So, ich wollte aber auch nicht mehr so viel Geld jetzt ausgeben für Bücher, weil die Buchmesse an sich halt mit Bahnticket schon einiges gekostet hat. Und dann habe ich ja da die beiden Bücher gekauft und ich dachte, gut, du weißt jetzt nicht, ob der Zug dann vielleicht doch noch irgendwie ausfällt oder keine Ahnung, weil dann Durchsagen kamen von anderen Zügen, dass die ausfallen, weil eine Fliegerbombe gefunden wurde. Und dachte ich, okay, vielleicht hängt das irgendwie zusammen und mein Zug fällt dann auch komplett aus. Und dann habe ich ein Problem, brauchst du noch Geld und deswegen wollte ich nicht mehr so viel ausgeben. Habe überlegt, was holst du dir jetzt zum Lesen? Ich wollte halt noch irgendwas haben, weil ich wollte, also Finding Sky lese ich ja mit Jessi zusammen, das konnte ich noch nicht anfangen. Und das Labyrinth Jagdlicht wollte ich irgendwie auch nicht so im Zug anfangen, sondern ganz in Ruhe, weil ich jetzt hier zu Hause ja auch noch ein anderes Buch angefangen habe. Und ja, auf jeden Fall wollte ich mir irgendwas anderes Kleines noch zum Lesen holen. Und dann habe ich mir tatsächlich was geholt, ganz billig. Und zwar aus dem Reclam Verlag. Das ist das erste Mal, dass ich mir ein Buch aus dem Reclam Verlag geholt habe, ohne dass ich es für die Schule lesen musste. Und zum ersten Mal, dass ich freiwillig eins gelesen habe. Und zwar habe ich mir von Oscar Wilde, wie auch immer man das jetzt ausspricht, ich kenne den Namen, aber ich komme gerade nicht drauf, wie man ausspricht, Das Gespenst von Canterville geholt und anschließend noch von William Shakespeare, Romeo und Julia, weil ich das noch nie gelesen habe und unbedingt mal lesen wollte. Die beiden habe ich mir da geholt und für den Fall, dass mich die Muse küsst und ich eine Idee habe zum Schreiben, habe ich mir noch so ein Notizbuch besorgt. Das ist aber leer geblieben, weil ich halt dann gelesen habe. Und zwar habe ich dann am Bahnhof, weil ich Laken liebe, beendet. Ich liebe dieses Buch, ne? Es ist so toll. Es ist, obwohl, also es hat mich wirklich an einigen Stellen, vor allem zum Ende hin, ganz oft zu Tränen gerührt. Das Lustige ist, es hatte nie mit dieser Geschichte zwischen Will und Laken zu tun, dass ich zu Tränen gerührt war. Es war immer irgendwas anderes und das, da ja die Liebesgeschichte eigentlich im Mittelpunkt steht irgendwie, fand ich das komisch, aber ich meine, es hat mich zu Tränen gerührt und das sagt ja schon viel aus, ne? Das passiert mir echt selten und da, ich saß da echt und dachte, okay, du darfst jetzt nicht heulen, die Leute gucken dich dann alle an und hab's mir verkniffen. Und vor allem das Ende, wenn ihr das schon gelesen habt, die Situation am Ende, wo die beiden da ihre Gedichte vortragen und so. Ich fand das Gedicht von Laken einfach wunderschön und dann halt diese ganze Situation und oh, ich hatte so Tränen in den Augen und gedacht, nein, 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 du wirst jetzt nicht vor den Leuten anfangen zu heulen. Naja, hab das Buch also dann am Bahnhof beziehungsweise in den ersten 10 Minuten der Zugfahrt, der Rückfahrt dann beendet und habe dann gelesen Das Gespenst von Canterville. Da geht's halt um die Familie Otis heißen die, glaube ich, die in das Schloss von Canterville ein oder Schloss Canterville einzieht und da ist halt so ein Gespenst. Und dieses Gespenst kann einfach nicht spuken. Zum einen wird es von den anderen, von den Bewohnern des Schlosses dauernd ausgetrickst und blamiert sich da und irgendwie ist es auch total schreckhaft und so weiter und so fort. Und es will eigentlich nur erlöst werden und halt nicht mehr als Geist rumwandeln, sondern halt tot komplett sein. Darum geht's da. Das ist aus dem Jahr 1970. Ist also in einer Sprache geschrieben, die ich auch schon verstehe. Naja, ich fand es ganz, also eine ganz süße Geschichte, so für nebenbei zwischendurch. Es hat halt nur 70 Seiten. Ich hatte es relativ schnell also durch. Es sind ja auch kleine Seiten. Ja, fand ich ganz süß. Ich kenne so einen Film, also ich kenne den Film Das Gespenst von Canterville, der unterscheidet sich, also es ist ein neuerer Film. Ich weiß nicht, ob es da noch andere gibt. Da ist aber halt so ein kleiner Junge, die Hauptperson, der freundet sich so mit dem Gespenst an und so weiter. Und von daher hat mich halt das Original jetzt mal interessiert. Und, der Film ist halt, wie gesagt, ganz anders. Und Romeo und Julia habe ich angefangen. Das Problem war nur, dass das ja wirklich noch älter ist. Aus welchem Jahr auch immer. Hier steht 1969 ist es zum ersten Mal erschienen. Naja. Ist halt in dieser älteren Sprache. Und ich war so fertig gestern. Als ich damit angefangen habe, hatten wir es irgendwie 10 oder 10:30. Also ich hatte noch eine Stunde Zugfahrt vor mir, irgendwie sowas. Und ich bin ja um 5:30 aufgestanden. Und ich bin da ja, ich bin eigentlich bis auf die Zugfahrt den ganzen Tag auf den Beinen gewesen.
Ich war so müde und mir tat alles weh vom Schleppen, von meinem Rucksack. Also selbst so ein Rucksack, wo nur ein bisschen zu trinken drin ist und ein Buch, kann auf Dauer so schwer werden. Und ja, ich war fix und fertig. Und mich dann auf so eine alte Sprache noch zu konzentrieren, wo man halt wo ich zumindest zwischendurch ein bisschen überlegen muss, okay, was genau hat er da jetzt gesagt? Was genau passiert da jetzt gerade? Weil das ja auch ein Drama ist. Also es ist ja keine Geschichte, sondern halt eher so ein Drama, ein Theaterstück, was also anders aufgebaut ist und da dann durchzusteigen. Und ich war halt so müde, ich konnte mich nicht mehr richtig konzentrieren. Von da habe ich dann auf Seite 34 aufgehört, als ich noch irgendwie eine Dreiviertelstunde Zugfahrt vor mir hatte, weil ich konnte nicht mehr. Ich war so fertig. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt die Tage, vielleicht heute, vielleicht morgen noch zu Ende lesen. Ich werde es noch zu Ende lesen und mal gucken, vielleicht wage ich mich dann in Zukunft noch öfters mal an solche Sachen ran. Es gibt noch andere Dramen, Geschichten von früher, die mich so interessieren. Aber irgendwie hatte ich nie den Mut dazu, weil ich aus der Schule weiß, wie schwer es sein kann, manchmal diese alte Sprache zu lesen. Vor allem, obwohl, nein, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich in der Schule da einfach keinen Spaß dran hatte, wegen dem ganzen Analysieren. Und in der Freizeit ist das ja nochmal ein bisschen anders. Also das Gespenst von Canterville fand ich eigentlich richtig cool. Also richtig gut, so. Bin ich froh, dass ich es mal gelesen habe. Und Romeo und Julia mal gucken, bisher halt steige ich noch durch. So, ja, ich bin dann letztendlich mit 100 Minuten Verspätung wieder zu Hause angekommen und war fix und alle. Ich bin auch heute Morgen aufgewacht. Also ich dachte eigentlich, dass ich gestern Abend dann schnell einschlafe, weil ich so erledigt war. Ich wollte noch was essen und hatte irgendwie gar keine Kraft mehr zum Essen. Ich war so müde und lag dann im Bett, konnte aber doch nicht sofort einschlafen, weil ich noch irgendwie so um meine Gedanken so um die Buchmesse kreisen, ich noch irgendwie voll aufgekratzt war. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, tat mir alles weh. Ich hatte Schulterschmerzen, habe ich noch immer. Ich habe Muskelkater rechts im Bauch, weil ich rechts halt die Tüte mit den Büchern und Leseproben und alles getragen habe, so über den Arm. So als ich zum Bahnhof gegangen bin und so. Und von daher, oh, zieht alles. Ja, so viel zu meinen Wehwehchen. So, ich wollte noch ein paar Sachen sagen. Ich muss mich jetzt kurz ordnen. Ich habe euch jetzt alles gezeigt, was ich mitgebracht habe. Ja, für mich war die Buchmesse wirklich ein mega tolles Erlebnis. Ich bin so froh, dass ich es dieses Jahr hingeschafft habe. Wobei für mich gar nicht so die Messe und die Bücher das Besondere waren. Es war einfach so toll nur, also das Highlight für mich war, es war halt so toll, diese ganzen anderen Booktuber mal zu treffen, die ich halt da jetzt getroffen habe. So viele tolle Menschen und die machen alle so tolle Videos und auch mal zu sehen, wie die wirklich drauf sind. Die sind halt alle wirklich so sympathisch wie in den Videos. Ich werde euch die Kanäle verlinken. Ihr müsst euch alle mal angucken. Es sind alles so tolle Menschen. Ich war so glücklich. Ich hatte wirklich so ein bisschen meine Bedenken. Ich bin so ein Mensch, ich gehe halt auf Fremde wirklich vorsichtig zu. Und ich bin eher so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Und die, bei denen ich dann gestern, mit denen ich dann rumgelaufen bin, die werden vielleicht gemerkt haben, dass ich nicht so viel geredet habe, weil ich wirklich eine ganze Zeit immer brauche zum Auftauen. Und dafür war es für mich echt gestern so genial, weil ich halt Bedenken hatte, so, ja, du hast dich mit denen noch nie getroffen, du kennst ihn ja aus den Videos und keine Ahnung. Ich hatte irgendwie so Angst, dass ich dann daneben stehe und nichts mit mir anzufangen weiß oder so. Und ich kam da hin und die waren alle sofort mega herzlich und freundlich und es war so eine Atmosphäre, als wenn man sich schon Jahre persönlich kennt. Und wir hatten so viel Spaß, es war so witzig und wir haben uns alle so super verstanden und es war für mich, also ich fand es einfach total genial. Ich habe mich so gefreut. Und auch hinterher noch war ich so glücklich, dass das alles so toll gelaufen ist. Und ja, also für mich war wirklich dieses, dass ich diese ganzen anderen tollen Menschen getroffen habe, das war für mich das Highlight, nicht irgendwie die Bücher oder, ja, weiß ich nicht. Ich fand es einfach grandios. Und ja, ich hoffe halt, dass man das wiederholen kann. Ne? Also ich habe schon geguckt, nächstes Jahr fällt die Buchmesse direkt in meinen Urlaub. Ich werde dann wahrscheinlich auch mehrere Tage da sein und dann trifft man vielleicht sogar noch mal ein paar Leute mehr. Und ja, ich bin voll baff. Keine Ahnung, wir waren noch auf keiner Lesung und wir haben uns nichts signieren lassen, weil die Schlangen auch einfach mega lang waren. Und es war trotzdem einfach ein super Erlebnis, ein super Tag, den ich nie vergessen werde. Wenn man wirklich vorhat, viel zu sehen, auch auf Lesungen zu gehen, sich Bücher signieren zu lassen, dann muss man echt mehr als einen Tag einplanen. Wir sind nur in dieser einen Halle rumgelaufen, bis auf Nini, die dann bei anderen Verlagen war wegen Krimis und Thrillern und sowas.
Wir sind eigentlich nur in der Jugendbuchhalle rumgelaufen und haben da irgendwie trotzdem den ganzen Tag halt rumgekriegt und das verging auch voll schnell die Zeit. Aber wir haben uns halt, wie gesagt, keine Lesung angeguckt, wir haben keine Bücher signieren lassen und trotzdem haben wir halt die Zeit locker rumgekriegt, haben viel gesehen und irgendwie hatte ich das Gefühl, doch nicht alles. Also man hätte noch länger gucken können. Wenn man dann an Lesungen teilnimmt und sich dafür an irgendwelchen Schlangen anstellt, dann sieht man fast gar nichts. Das heißt, also wenn man das machen will, wirklich, dann muss man echt ein paar, mindestens 2 Tage hinfahren und wenn man auch mehrere Hallen sehen will, meinetwegen Krimis dann noch und Sachbücher noch und man kann sich ja alles mal angucken, theoretisch, ne? Also dann muss man echt mehrere Tage einplanen. Und von daher denke ich, wenn ich nächstes Jahr Urlaub habe, werde ich nächstes Jahr nach Frankfurt wirklich mindestens das Freitag, Samstag, Sonntag oder zumindest Samstag, Sonntag hinfahren, dass ich auch noch mal ein bisschen was anderes sehe. Auch noch mal ein bisschen was anderes sehe. Vielleicht auch mal auf eine Lesung gehen, mir irgendwas signieren lasse. Wobei da das Problem für mich auch war, die Bücher mit hinschleppen, um sie signieren zu lassen. Wenn man nämlich wirklich dann da ist und da ein Hotel hat, dann kann man an dem Tag, wo man das Buch braucht, das mit hinnehmen. Und muss es dann nicht die ganze Zeit mit sich rumschleppen, weil man kann ja dann, wenn man da mehrere Tage ist, auch an einem Tag nur ein paar Stunden und man könnte theoretisch das Buch auch an der Garderobe hinterher abgeben, aber dann immer hin und her, das ist auch doof. Na, also man kann, wenn man da wirklich viel sehen will, viel machen will, muss man echt mehrere Tage einplanen. Das hätte ich eigentlich irgendwie nie gedacht, dass es so viel da gibt. Wow. Auch was ich toll fand, es war wirklich voll. Es waren so viele Menschen da aus allen möglichen Kategorien, altersmäßig und so weiter. Einfach mal zu sehen, all diese Leute interessieren sich für Bücher, weil man kriegt es halt so mit bei Booktubern und den Abonnenten, okay, das sind Leute, die lesen, aber man hat irgendwie so gar keine Vorstellung davon, wie viele das letztendlich sind, weil es heißt immer, es lesen so wenig Leute und die so Internet und Tablets und das wird alles immer moderner, so diese ganzen Spielekonsolen und da widmen die Jugendlichen sich viel zu viel, also verbringen da viel zu viel Zeit dran. Und dann auf so eine Messe zu gehen, wo tausende von Menschen rumlaufen. Ich meine, wir waren in einer Halle und da waren so viele Menschen. Und dann noch an die ganzen anderen Hallen und die ganzen anderen Tage, wo andere Menschen noch da sind. Unglaublich. Da sieht man mal, wie viele Leute eben doch noch lesen und sich doch noch für Bücher interessieren. Und dann, das dachte ich mir auch so, als ich im Zug saß und irgendwie jeder in diesem Zug hat gelesen. Kann sein, dass die alle von der Buchmesse kamen. Aber ich weiß nicht, ich fand das faszinierend. So. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, was ich noch erzählen wollte, wenn es was ganz Wichtiges war. Schreibe ich es euch noch irgendwo hier so ins Bild. Aber ich glaube, das war's. Ich bin fertig. Es sind noch die Nachwirkungen von gestern. Nach Leipzig schaffe ich es nächstes Jahr wahrscheinlich wieder nicht, weil ich da arbeiten muss zu der Zeit, glaube ich. Oder habe ich da Schule? Dann hätte ich das Wochenende frei. Auf jeden Fall habe ich keinen Urlaub und von daher wird es wahrscheinlich schwierig. Mal gucken. Ja. Das war's, glaube ich. Ich glaube, ich höre jetzt auf. Das Video ist jetzt mindestens jeweils jeder Teil eine halbe Stunde oder so. An alle, die mich da gestern mit mir rumgelaufen sind, an alle anderen Booktuber, herzlichen Dank, dass ihr diesen Tag so wunderschön für mich gemacht habt. Ich hatte so viel Spaß mit euch und ja, ich freue mich darauf, wenn das irgendwann mal wieder klappt. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach mega glücklich. Es war so ein schöner, wundervoller Tag. Und es ärgert mich ein bisschen, dass ich selbst keine Fotos gemacht habe, nichts gefilmt habe. Aber ich habe so ein paar Fotos von den anderen gekriegt und von daher auch irgendwie eine Erinnerung. Und ja, ich glaube, ich höre jetzt einfach auf. Und das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch so einen kleinen Einblick gegeben, falls ihr nicht da wart. Da flog gerade was. Und wenn ihr doch da wart, könnt ihr mir ja mal eure Eindrücke schildern und ja, vielleicht könnt ihr mir auch mal sagen, wie euch so ein Video gefallen hat, wo ich einfach nur erzähle. Denn dann würde ich das, wenn es euch gefallen hat und ihr euch so ein Vlog auch interessiert, natürlich zum Thema so Bücher, dann würde ich das halt öfter mal machen. Mal gucken. Und ja, das war's dann erstmal von mir. Tschüss!